Oh, hallo, was geht ab, Leute? Hunger? Willkommen zu einem Rayquaza-Raid. Was sonst? Nehmen wir den schnell mit. Innenstadt direkt 20 voll. Ohne Anmeldung. Ich warte auf Dimi. Ist eigentlich ein Dreier-Raid? Ja, also ich hatte Verspätung. Er hat eigentlich vor mir hierher geschafft, aber keine Ahnung, wo der ist. Ich habe ja meinen Schein bekommen. Check das Video von gestern ab, das Ziel der Video. Ich habe es endlich bekommen, aber noch ein paar Raids für Arena-Punkte, noch ein paar Shinies zum Tauschen, 100er vielleicht. Und eben für Dimi, aber keine Ahnung, wo der ist. Schauen wir mal. Ah, Sonne. Mann, ohne beste Freunde so leiden. Kein Shiny, kein 100er. Bist du drin? Ja, bist drin. Da ist er. Es geht ab, Mann. Es geht ab. Hast du es nach 19 Uhr entwickelt? Nein. Wann dann? Während des Titels? Ja. Der kann nur Synchro erlernen in der Zeit. Das ist eine Psycho-Attacke, aber deswegen sollte man es nicht unbedingt. Nicht Shiny, schade. Ich habe nicht aufgepasst. 21. Schon wieder? 21,56. Okay. Schauen wir mal hier, nächster Raid. Ist der, den ich knapp verpasst hatte, aber hat sich doch noch eine Menge Leute gefunden. Oh yes, 600. Zweiter will noch nicht kommen. Nächster Raid, Leute, schauen wir mal. Aber das kann an sich noch dauern. Ich habe ja jetzt erstmal meinen. Lieber ein 100er jetzt. Lieber ein Shiny jetzt. Oh mein Gott, hat jetzt 600 Bonus bekommen. Ah, schade. Wir haben ein bisschen Tap and Go gemacht, die mich ganz verunsichert. Wenn das Go kommt, dann dürft ihr goen, Leute. So, schauen wir mal. Hey, hey, Umstieg zu 2. Change here for Shiny check. Shiny check. Schade. Oh mein Gott, 2,85. 85? 98er, Digga. Dimi hat einen 98er. Spannend für ihn. Für mich echt spannend, Mann. Ich würde sie echt gönnen. Ich hab's gesehen, ja. Oh mein Gott, nein. Du bist nicht raus, gell? Nee, nee, übernächste, übernächste. Lass dir Zeit, kein Stress. Oh mein Gott, einfach fabelhaft. Oh mein Gott, der kommt direkt raus, nur der wackelt nicht mal. Jetzt müssen wir raus. Wieder einfach fabelhaft. Ja. Jetzt müssen wir raus. Oh, da ist er doch, da ist er doch. Da ist er doch. Er ist er doch. Yes. Glückwunsch. 98 geworden. Ich hab da einen Glückwunsch ohne in den Chat. Für Dimi. So. Nächstes Jahr quasi. Schauen wir mal, ob wir Glück haben. Nee, aber jetzt gleich. Oh mein Gott, ich greife gerade einen Griffel an. Vielleicht kann er Ice Punch. Oh Gott, 21,40. Und 15 Tränke. Ich kann die Tränke gebrauchen. Ich kann ein Shiny gebrauchen. Nee, leider nicht. Super. So, warte. Okay, und? Ist Müll. Ist das Shiny? Nein. Denn der ist 85, 98er. Genau den, den Dimi gerade gefangen hat. Das wäre gemeint 6er. Nach der Werbung seht ihr, ob ich den gefangen habe oder nicht. Wir kommen zurück aus der Werbeunterbrechung. Ich habe ihn gefangen, meinen 6. 98er. Den ich jetzt natürlich nicht tauschen will. Hier. Dimi kriegt einfach den hier.
Rayquaza gegen Rayquaza. Vielleicht haben wir ja Glück und es wird einfach shiny, lucky. Oder 100 einfach. Gesagt, also wir haben gerade über Mammutelle und Drachen und so geredet, dass ich eigentlich von jedem 100 habe, außer Rayquaza. Zeit wird's. Okay, wieder nur 3 Bomben aus. Was ist das? Und? Oh, ich muss zurück. Meine Box war voll. Komm gleich. Das passiert, wenn man Go Plus anhat, Leute. So. Amon schnell. Nicht shiny. Schade. Oh, 64. Echt schade. So, nächster. Schauen wir mal. Ich hab die Albi noch nicht gesehen. Wieder keine Bonbons. Gönnen wir uns 100er, Alter. Oh mein Gott. Alle meine Pokémon sind tot. Genau beim letzten. Obwohl wir so viele waren. Macht es spannender. Dann sehen wir nicht die IV. 96, aber also, erstmal hat Demigod einen Raid verpasst. 20 Leute waren hier drin. Er ist nicht mehr reingekommen. Dann ist er in eine neue Lobby. Wir sind extra rausgegangen für ihn. Auf einmal geht sein Handy aus. Typisch Demi. Und diese Geschichte hatten wir schon, so ähnlich schon mal. Erzähl. Oh mein Gott. Mein leidender Freund, es war eine Geschichte des tragischen Abends. Ich hatte nicht mehr viel Akku. Und wir sind zu einem, dann ist auf einmal ein Dratini 98 gespawnt. Level 30, Mann. Level 30. Das war schon damals was Besonderes. Da sind wir hingefahren und wir haben uns, keine Ahnung, ich habe mich so mit dem Auto-Akku da verbunden. Aber es hat nicht aufgefüllt. Das Handy war halt im Arsch. Ja, es hat sogar mehr abgezogen, als es aufgefüllt hat. Oh mein Gott, dann sind wir kurz vor knapp, bevor es despawned ist, angekommen. Dann bin ich ins Hotel gelaufen dort, weil ich kannte das Hotel, da habe ich damals mit der Lehre gemacht. Ich sage, hey, bitte geben Sie mir ein Ladegerät, kann ich kurz laden? Dann habe ich geladen, dann hatte ich ungefähr 10%, dann bin ich hingelaufen. Dann wollte ich das, dann ist das Dratini bei mir gespawnt, dann wollte ich es fangen und dann geht das Handy aus mit einem Fangen. Ja, läuft. Und jetzt hast du den Raid verpasst, weil du Bären. Oh mein Gott! Kein Shiny. Oh mein Gott, unverdient. Ehrlich? 2 Shinies hat er heute gefangen. Ehrlich? Und 98er. Ja, ja. Ja, was geht ab, Leute? Ja. Wir sind wieder da. Ist der nächste Morgen. Tour war recht erfolgreich. Ich habe meinen 6. 98er bekommen. Dimi hat einen 98er bekommen und sogar 2 Shinies. Tati oder Tatis Account hat beim ersten Raid einen Shiny bekommen. Was will man mehr? Ich wollte ja eigentlich noch das Video machen zu Trassler, Trassler Side und den 10 Kilometer Herren, aber. Ja, dann habe ich es doch lieber gelassen und bin live gegangen. Wir sind live ungefähr jeden Dienstag, Donnerstag und Sonntag ab 21 Uhr bis 22 Uhr irgendwas. Meistens passiert um 22 Uhr irgendwas, deswegen die Zeit. Dann gab es 2 neue Ankündigungen bezüglich dem GoFest in Japan. Das fängt irgendwann morgen an. Und passend zum Event kommt Shiny Quapsel. Wurde schon gemunkelt, war auf dem Titelbild oder so. Ab Dienstag ist er weltweit verfügbar. Erhöhte Spawns, weiß man nicht. Erhöhte Shiny-Rate, weiß man nicht, aber ich gehe davon aus. Und etwas... Das finde ich persönlich sehr, sehr cool. Ich weiß, eigentlich ist es ziemlich schlicht. Manche wird es nerven, aber anlässlich des Events wird jeden Tag ein Mützen-Pikachu kommen. Es gibt 7 Mützen-Pikachus. Blumenkranz, Sonnenhut, Partyhut, Ashcap, Hexenhut, Detective und Weihnachtsmütze. Und leider fehlt der eine, der mit der SS-Kappe, der mit der Styler-Kappe, keine Ahnung, wie man die nennt, mit der schwarzen Kappe halt. Aber jeden Tag... kommt ein besonderes Hut Pikachu. Ja, die meisten wird es nerven, aber es gibt halt besondere Sammler. Die sammeln halt die ganzen Shiny-Varianten oder 100er von jedem mit dem Hut. Habe ich früher auch gemacht, dann habe ich einen verpasst. Dementsprechend ist die Sammlung leider gestorben. Das war Sonnenhut Pikachu. Den habe ich leider nur 98 bekommen. Und seitdem fehlt mir, wie gesagt, SS, Schwarzcap Pikachu, Detective Pikachu, Blumenkranz Pikachu und natürlich der neueste, der ist nicht mit dabei. One Piece, Mugiwara, Stroh, Pikachu. Eine Kleinigkeit, eine Menge wird es nerven, wie gesagt, aber ich freue mich drauf und ich denke auch,
Eine Menge werden sich darauf freuen. Ich werde mir auf jeden Fall ein paar Pikachu gönnen. Auf jeden Fall, das war's von mir, Leute. Schreibt unten in die Kommentare, wie eure Tour, wie eure Rayquaza-Raids am Wochenende liefen. Habt ihr euch einen gegönnt? Oder seid ihr immer noch auf der Jagd? Oder wollt ihr immer noch mehr, so wie ich? Einer reicht auf jeden Fall nicht. Aber das war's von mir, Leute. Ihr wisst Bescheid, wie man liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Analyse ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist hier das Business.